Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier an dieser Stelle war ich ja schon mal mit euch und habe hier diese Tür eingebaut, diese Nebeneingangstür. Diese Nebeneingangstür wird von uns auch sehr stark genutzt. Das Problem, wenn die Tür ins Schloss gefallen ist, ist sie zu und man benötigt jedes Mal einen Schlüssel, um hier aufzuschließen. Man hat nicht immer diesen Schlüssel dabei, also möchte ich diese Tür smart machen. Ich habe hier diese Tür mit einem E-Öffner ausgestattet und möchte nun diesen E-Öffner smart machen. Hierzu habe ich einfach mal im Netz gesucht und habe hier diesen Newkey Opener gefunden. Dieses System ist eigentlich dazu gedacht, bestehende Türsprechanlagen und Türöffnungsanlagen smart zu machen. Allerdings möchte ich jetzt einfach mit diesem Newkey Opener hier den elektrischen Türöffner smart machen, sodass ich ihn per Handy fernsteuern kann, also auch die Tür per Handy öffnen kann und die Tür natürlich auch per Fernbedienung oder per Zahlencode öffnen kann. Wie genau ich das mache, werde ich euch hier in diesem Video erklären. Um euch meinen Aufbau des Newkey Openers zu erklären, schauen wir einfach mal hier auf meinen Tisch. So kann ich es euch einfach erklären. Hier sieht man nämlich eher, was ich mache. Der Aufbau ist ganz einfach erklärt. Wir haben hier unser Netzteil, in meinem Fall 9 Volt, 1 Ampere. Wir haben hier einen Türöffner, einen Taster, der den Türöffner öffnet und hier auch die Klingel. Ich habe jetzt einfach mal den Türgong durch eine Glimmlampe ersetzt. Dann macht das nicht so viel Spektakel beim Testen. Also jetzt kommt eine Person, drückt hier die Klingel. Es ertönt ein Gong und wir betätigen den Taster irgendwo im Haus, nachdem wir zum Fenster rausgeschaut haben und wissen, dass jemand draußen ist, den wir reinlassen und öffnen somit quasi die Tür. Diesen Aufbau möchte ich jetzt mit dem Newkey Opener quasi umbauen, sodass er smart wird, sodass ich diesen Aufbau natürlich auch von außen über mein Smartphone öffnen kann, sozusagen eine Zutrittskontrolle hier nachrüsten kann. Das funktioniert mit dem Newkey Opener sehr gut. Der Newkey Opener ist ja dafür entwickelt worden, gerade Türsprechanlagen nachzurüsten oder smart zu machen. Ich möchte ihn allerdings hier mal missbrauchen, um so ein einfacheres System nachzurüsten, oder man könnte ihn somit auch verwenden, um eine ganz normale Zutrittskontrolle nachzurüsten. So, schauen wir einfach mal, wie wir hier vorgehen. Um den Newkey Opener nun hier in Betrieb zu nehmen, müssen wir ihn erstmal einrichten, das heißt mit einem Smartphone verbinden. Hierzu öffnet ihr die Newkey App, die findet ihr in jedem App Store, Android wie auch Apple App Store. Klickt hier oben auf diese drei Striche und wählt den Punkt Meine Geräte verwalten. Hier suchen wir den Newkey Opener und richten diesen ein. Die Einrichtung wird ja hier sehr gut erklärt. Wir klicken hier auf Opener einrichten, geben einen Namen ein, unseren Namen und aktivieren natürlich den Opener, indem wir hier unten einfach diese Lasche herausziehen und somit quasi die Batterien mit dem Opener verbinden. Dieser signalisiert uns die erfolgreiche Verbindung durch das Leuchten einer LED. Jetzt können wir hier mit der Einrichtung fortfahren. Wir geben, wie gesagt, unseren Namen ein und verbinden den Opener mit dem Smartphone, indem wir auf dem Opener hier die Taste drücken. Und zwar für ca. 5 Sekunden. Die LED leuchtet, die Verbindung wird aufgebaut. Wir klicken hier auf Weiter und können nun hier dem Opener einen Namen geben, zum Beispiel Haustür 1 oder irgend sowas ähnliches. Wir bestätigen den Standort. Diesen benötigt ihr zum Beispiel, wenn ihr die intelligente Öffnung nutzen wollt. Das heißt, wenn ihr euch mit eurem Smartphone dem Standort nähert, wird die Tür geöffnet. Das kann man aber natürlich auch ausschalten. Ich verwende diese Funktion nicht, da ich andere Newkey-Produkte auch schon verwendet habe und beim Joggen in einigen Kilometer Entfernung plötzlich sich die Tür bei mir daheim geöffnet hat, weil irgendwelche Standortprobleme aufgetreten sind. Deswegen bin ich von dieser Funktion nicht so begeistert. Andere benutzen sie allerdings gerne. So, wenn ihr eine Newkey Bridge verwendet, könnt ihr den Opener natürlich auch mit einer Bridge verbinden. Wie das genau funktioniert mit der Bridge, habe ich in einer anderen App schon mal erklärt. Diese findet ihr, wenn ihr oben rechts auf das i klickt. Ich überspringe diesen Vorgang. Man kann natürlich auch später die Bridge noch verbinden. So, wir möchten den Opener natürlich nicht bei einer Gegensprechanlage verwenden, sondern bei einer anderen Tür. Hier lest ihr euch bitte die Sicherheitshinweise durch. Wir können nicht jeden Öffner hiermit anschließen oder ansteuern. Wir sind begrenzt auf maximal 50 Volt und 2 Ampere. Mehr kann nicht geschaltet werden. Hier wird uns nun genau erklärt, wie wir unseren Öffner, unseren Türöffner hier verbinden. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir suchen hier diesen Verbindungsdraht. Dieser ist im Lieferumfang enthalten und haben hier den pinken, so wie natürlich auch den blauen Draht. Diese beiden suchen wir uns einfach mal heraus.
Jetzt könnt ihr euch noch an die Schaltung vorhin erinnern. Wir hatten hier unseren Öffner. Wenn ich den Taster betätige, wird der Öffner quasi ausgelöst. Hier suchen wir jetzt unseren Türöffner. Dieser ist ja mit einem Anschluss quasi mit unserem Netzteil direkt verbunden. Das seht ihr hier an dieser Klemme. Und hier haben wir die zweite Klemme. In meinem Fall nenne ich es einfach mal den Pluspol vom Netzteil. Es gibt auch Netzteile, die Wechselstrom ausgeben. Aber hier nenne ich es jetzt einfach mal den Pluspol. Hier verbinden wir nun die blaue Ader mit diesem Pluspol. Ich verwende hier einfach diese Vago-Klemme. Wenn ihr dann dementsprechend das verbaut, müsst ihr eventuell die Adern auch etwas verlängern. Und diesen pinkenen Draht, den verbinden wir nun hier mit dem zweiten Kontakt in unserem Türöffner. Wir hatten ja hier den Türöffner, hier oben haben wir zwei Kontakte. Wie gesagt, der eine ist mit dem Netzteil direkt verbunden und der pinkene Draht wird jetzt hier mit verbunden. Da ich jetzt hier oben die Schraube nicht lösen will, habe ich ja auch einfach nochmal eine Klemme eingebaut, um das etwas einfacher zu realisieren. Hier bringen wir den Draht ein. Und haben somit schon die Verbindung hergestellt. Jetzt stecken wir einfach hier dieses Flachbandkabel in den Opener. Hier haben wir drei Schnittstellen. Hier, hier und hier. Ihr sucht euch die Schnittstelle, die ihr am besten erreichen könnt. Nehmt hier diese Gummiabdeckung ab. Und verbindet das Flachbandkabel mit dem Opener. Haben wir dieses getan, widmen wir uns wieder der App. Und betätigen hier weiter. Jetzt haben wir den Opener schon erfolgreich mit unserem Türöffner verbunden und müssten ihn eigentlich auch schon verwenden können. Hier ist ein kleines Demo, das könnten wir, wenn wir wollen, abfahren. So wird nochmal erklärt, wie wir den Opener verwenden. Ganz wichtig, wollt ihr, dass weitere Personen jetzt Zutritt zu eurem Öffner oder zu eurer Tür bekommen über die Nuki App, könnt ihr diese hier einladen. Klickt einfach auf Personen einladen. Hier generiert ihr einen Einladungscode und diesen kann dann die Person auf seinem Handy auch in der Nuki App eingeben und kann dann hier auch sich Zutritt verschaffen. Diesen Zutritt könnt ihr natürlich verwalten. Ihr könnt die Person auch wieder löschen. So, ich möchte jetzt keine weitere Person einrichten. Ihr seht, ich habe schon andere Nuki-Produkte installiert. Und jetzt haben wir hier die Kellertür. Hier klicke ich jetzt einfach mal auf Öffnen. Und wir sehen, das hat funktioniert. Der Opener öffnet die Kellertür und wir können jetzt hier eintreten. Wir können natürlich die Kellertür auch anders öffnen, indem wir jetzt hier einfach diesen Knopf betätigen. Und auch so können wir entriegeln. Somit können wir das auch als eine Türöffner-Fernbedienung verwenden, die wir auch an einem beliebigen Punkt neben der Tür installieren können. Nichtsdestotrotz funktioniert natürlich unser altes System, was ich euch vorhin gezeigt habe, trotzdem noch weiter. Wir haben ja hier alles parallel geschaltet. Das heißt, auch wenn ich hier meinen alten verbauten Taster verwende, kann ich die Tür noch öffnen. Wie gesagt, baut hier einen Taster ein. Ich hatte jetzt nur einen Lichtschalter, falls sich jemand wundert. Deswegen springt hier die Taste nicht selbstständig zurück. Die Klingel bleibt von diesem ganzen System unbeeindruckt. Das heißt, wenn jemand an der Tür steht, kann er trotzdem noch weiter klingeln. Und es funktioniert alles wie gehabt. Wir benötigen für die Installation kein zusätzliches Netzteil. Und wir können quasi so ganz schnell uns eine Zutrittskontrolle nachrüsten oder eventuell auch neu einbauen. Das heißt, wenn ihr eine Tür habt, die über so einen Türöffner verfügt, das kann man natürlich auch nachrüsten, kann man so ganz schnell sich eine Zutrittskontrolle selber bauen. Der Vorteil bei diesem Nuki Opener, ihr seht, er hat keinen Stromanschluss, er wird eigentlich über Batterie betrieben. Wir können ihn aber notfalls auch hier unten mit diesem kleinen USB-Stecker dementsprechend auch mit Strom versorgen und somit könnt ihr auch auf die Batterien verzichten und ihn dann über das Netz versorgen. So, was können wir hier noch Schönes machen? Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir die Tür von außen öffnen könnten, ohne ein Handy dabei haben zu müssen. Hier gibt es ein weiteres schönes Produkt, und zwar das Nuki K-Pad. Das habe ich in einem anderen Video auch schon ausführlicher erklärt. Dieses findet ihr übrigens, wie gesagt, oben rechts, wenn ihr auf das i klickt. Ich öffne einfach mal das K-Pad und wir versuchen jetzt mal das K-Pad hier mit dem Opener zu verbinden. Das K-Pad kann hier mit diesem Klebestreifen oder durch Verschraubungen zum Beispiel an der Tür oder neben der Tür außen angebracht werden. Es ist wasserfest und wir können somit dann quasi unsere Tür dann auch von außen per Eingabe eines Codes öffnen. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Wir gehen wieder zurück
in meine Geräte verwalten, wählen K-Pad, K-Pads verwalten und wir drücken jetzt hier auf dem K-Pad die Zurücktaste für ca. 5 Sekunden. Das K-Pad wird verbunden. Jetzt könnt ihr das K-Pad schützen, indem ihr hier einen 6-stelligen Sicherheitscode vergebt und schützt somit euer K-Pad. Jetzt koppeln wir das K-Pad mit dem New Key Opener, indem wir hier auf Jetzt koppeln klicken, wählen die dementsprechende Tür aus. Jetzt können wir einen Zutrittscode vergeben. Mit diesem Zutrittscode können wir dann die Tür öffnen. Ihr könnt natürlich weitere Zutrittscodes vergeben, sodass auch andere Personen sich hier Zutritt verschaffen können. So müsst ihr euren nicht immer hergeben. Aber ich verwende jetzt erstmal einen Standardcode und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dieser wird leider nicht akzeptiert, also löschen wir ihn wieder. Müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Machen wir einfach 16, 17, 12. Und weiter. Jetzt können wir über diese Tastatur auch unsere Tür öffnen. Wir können natürlich auch die Zutrittscodes verwalten. Somit können wir weitere Zutrittscodes hinzufügen und dann dementsprechend auch weitere Personen hier mit anmelden. Wir sehen unter Verwalten unseren vergebenen Zutrittscode und hier können wir dann auch weitere Benutzer oder Zutrittscodes erstellen. So, wir testen das jetzt einfach mal. Wir hatten hier den Code vergeben. 16, 17, 12. Und wir haben gehört, der Opener hat geöffnet und wir können jetzt hier eintreten. Haben wir allerdings das Smartphone dabei, öffnen wir einfach die New Key App. Wichtig, das Smartphone muss in Reichweite des Openers sein. Wie gesagt, wir können auch eine Bridge verwenden. Das habe ich ja in einem anderen Video schon erklärt. Somit wird die Reichweite erhöht und wir können auch quasi aus der Ferne öffnen. Aber wir zeigen es einfach mal so. Das Telefon muss in der Nähe des Openers sein, sodass Bluetooth sich verbinden kann. Wenn die Verbindung hergestellt worden ist, wird die Tür hier aufgeführt und wir können die Tür dann öffnen. Das war dann im Prinzip der Einbau. Ich kann euch auch nochmal das System im eingebauten Zustand zeigen. So, hier seht ihr nochmal den Aufbau dann in Realität. Wir haben hier den New Key Smart Opener, hier noch ohne Abdeckung. Hier ist unser Flachbandkabel, das geht hier in diese Verteilerdose. Und hier habe ich einfach mit diesen 3 Vago-Klemmen das nochmal so gelöst, wie ich das euch am Tisch gezeigt habe. Hier ist die Ader zum Türöffner und hier ist meine Stromversorgung für den Türöffner. Hier habe ich den Türöffner eingebaut. Man kann ja bei diesen Türen so einen Türöffner meistens ohne Probleme nachrüsten. Diese kriegt man auch relativ günstig im Internet zu kaufen. Hier ist jetzt der Türöffner und wir schauen mal, ob ich ihn öffnen kann. Wir drücken hier einfach mal auf Öffnen. Und wir sehen, es hat funktioniert. So, jetzt schließen wir einfach mal den New Key Opener, sodass er auch ordnungsgemäß betriebsbereit ist. Hier können wir jetzt auch die Tür öffnen, ist jetzt bei mir nicht ganz so sinnvoll, aber ihr könnt hier den Opener auch etwas auf Entfernung installieren und auch das hat funktioniert. Und jetzt zu guter Letzt versuchen wir nochmal die Tür hier über den Zahlencode zu öffnen. Wir hatten ja den Code 16 17 12 erstellt und auch das hat funktioniert und auch so können wir uns hier Zutritt verschaffen. So, damit bin ich auch am Ende des Videos angekommen. Den hier verwendeten New Key Opener findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr diesen Artikel suchen und nach dem aktuellen Preis schauen. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.